Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von One Shot. Und Nico ist erwacht und er spricht schon wieder mit uns. Mal schauen, was er diesmal zu sagen hat. Nesfate? Ja? Ich bin jetzt wach. Oh, okay. Ach so, alles klar. So, ich habe den Code gefunden und die Datei befand sich im Ordner Dokumente, genau. So, und das hier steht da drin. Lieber, Heute ist, das ist mein letzter Brief an dich und ich befürchte, ich muss ihn kurz machen. Ich habe dir mein Tagebuch vermacht. Geschrieben in einer Sprache, die, lies es und du wirst alles wissen. Ich habe auch, im Falle, dass die toxischen Gase sich verbreiten sollten. Suche nach einem sicheren Safe. Sei vorsichtig. Suche nicht nach mir. Der Code zum Safe ist 160222. So, super. Dann würde ich machen, würde ich sagen, was ist denn heute mit mir los, ey? Die Worte springen in meinem Kopf umher. Dann würde ich sagen, werden wir uns erstmal teleporten. Oh je, aber wo war das jetzt? Es war irgendwo da rechts. Passt das ungefähr? Ja, das ist ganz okay. Von hier aus können wir auf jeden Fall dahin laufen, denke ich. Es war aber noch ein Stück weiter. Was ist denn das für ein Ort? Ah, okay. An den Klippen war das. Dann gehen wir hier lang. Jetzt weiß ich auch nicht so ganz genau, wo es lang ging. Ah, doch. Super. Dann gebe ich es mal ein. So. 1, 6, 0, 2, 2, 2. Wow, es hat funktioniert. Woher wusstest du das, Nesfate? Hier ist eine Gasmaske und auch ein seltsam ausschauendes Buch. Das ist geschrieben in einer Sprache, die ich nie zuvor gesehen habe. Gucken wir uns das mal an. Vielleicht können wir das ja. Huch! Ach so, muss ich ja ausrüsten. Habe ich ganz vergessen letztes Mal. Stimmt. So. Items. Seltsames Tagebuch. Geschrieben in einer unbekannten Sprache. Oh, er hat jetzt wirklich die Maske auf. Okay. Was ist das? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Fehler. Meine Vermutung ist ja, dass wir hier in einer digitalen Welt irgendwie gefangen sind. Also würde zumindest ein bisschen Sinn ergeben. Und keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ach so, das hatten wir schon. Wer könnte das denn möglicherweise lesen? Das Buch. Wer wäre in der Lage dazu? Vielleicht das Mädchen in dem Haus. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert, oder? Aber ich weiß mal wieder nicht, wo sie war. Ah, doch, hier. Hey, kannst du das lesen? Verzeihung, Miss. Ich habe dieses Buch gefunden. Wissen Sie irgendwas darüber? Lass mich mal sehen. Was für eine Sprache ist das denn? Tut mir leid. Ich erkenne ja nicht einmal die Schrift. Oh, naja, ich hab's mal versucht. Okay, also sie kann es nicht, aber vielleicht kann es ja. Oh, ich weiß nicht mehr. Ja, genau, du da. Oh, schade. Okay, das ist leider auch nix. Quatsch. So, dann gehen wir doch jetzt mal dahin. Okay, mit der Maske sollte es gehen. Super. Dann können wir uns hier ja mal umschauen, ob hier irgendwas Interessantes ist. Und irgendwo ist ja auch dieses Gas, was wir ganz gerne mitnehmen würden. Ich gucke mal ganz kurz. Nein, vorher ablegen. Und dann. Tja. Also so geht's nicht. Mit denen können wir gar nicht interagieren, glaube ich, mit diesen natürlichen. Ups! Hä? Nö, ich wollte da schon mich noch ein bisschen umschauen. Da muss doch noch irgendwas sein. Oder doch nicht? Ist das hier alles, was es hier gibt? Oder geht's hier links vielleicht noch? Nö. Oder unten, oder? Oder ist das nur noch mehr davon? Also, oh nee, auch nicht. Ich dachte, es würde noch ein Stück weitergehen. Vielleicht hier rechts irgendwas. Komisch, ne? Hier ist überall gar. Ah, nichts. Hier. Cool. Mal gucken, ob ich diese Flasche damit füllen kann. Okay, so müsste es klappen. Wo ist es denn? Bottle of Smoke. So, da ist jetzt schon mal das Gas drin. Wahrscheinlich müssen wir auch noch diese Spritze aber mit was Flüssigem füllen. Aber mir ist jetzt gar nichts aufgefallen. Da muss ich mal kurz nachdenken.
Eigentlich ist mir da... Oh, wartet mal! Was ist denn... Können wir vielleicht diese Linse verwenden mit dem seltsamen Journal? Oh, schade. Hätte ja sein können, dass man das irgendwie, weiß ich nicht, dadurch dann lesen kann. So, also das Gas haben wir. Die Musik ist so beruhigend. Was ist das denn? Okay. Okay, die Nadel fülle ich dann jetzt mal, beziehungsweise die Spritze, mit etwas von diesem Glibberzeug hier. Eklig. So. Jetzt habe ich das hier und dieses. Okay, ich kann die Flüssigkeit injizieren durch den Korken hindurch. Und wenn ich das jetzt schüttle... Interessant. Was ist denn passiert? Ah, okay, da ist jetzt Säure drin. Wozu brauchen wir die Säure denn jetzt? Wartet. Ich weiß gerade gar nicht, wozu wir die Säure jetzt überhaupt hergestellt haben. Ist ja lustig. Mit irgendwas können wir uns... Wir können uns da jetzt durch was durchätzen. Oh Gott. Stimmt, hatten wir das schon, ne? Und ich erinnere mich nur gerade nicht. Wo wollen wir uns denn durchätzen? Mit den Sachen kann ich ja immer nicht... Hä? War der schon immer weg? Oder waren wir hier noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Was ist das? Das ist ein Stück Metall. Vielleicht könnte ich das für irgendwas verwenden. Ist das nicht zum Equippen? Eine Waffe? Ah, nee, doch nicht. Okay, Items. Ja, stimmt. Da war irgendwo doch ein Behältnis. Das konnten wir nicht aufmachen. Damit geht das bestimmt. Hier ist nichts weiter. Mensch, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir in dem Gebäude waren. Da waren wir auch nicht, ne? Hatte ich übersehen. Oh, ach so, das ist rechts unten von diesem hier. Kann sein, dass hier die Kiste war. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, wo die genau war. Müssen wir uns nochmal umschauen. Ach nee, ich glaube hier. Ach ja, hier ist ja auch noch die Batterie. Stimmt. Die ist zu schwer, um die mitzunehmen. Aber man könnte hier bestimmt nichts von dem, was wir haben, aufladen. da müssen wir nochmal schauen. Aber das darf ich nicht vergessen. Oh Mann, eigentlich ist das auch wieder so ein Spiel, wo ich mir Aufzeichnungen machen müsste. Damit ich nichts vergesse. So, das hier war das. Hiermit. Was? Oh nein, es passt nicht in die... zwischen die... Also, es passt da nicht rein. Vielleicht könnte ich es flacher machen? Wie könnten wir das denn flacher machen? Sollen wir das mit der Säure verbinden? Nein, oder? Nee, die kann ich nicht kombinieren. Wie könnten wir denn dafür sorgen, dass das flacher wird? Dann muss es ja irgendwo dazwischen klemmen oder... Vielleicht könnten wir das der Maschine da draußen zeigen, also dem Roboter? Oder hat es was hiermit zu tun? Die ist zu schwer, um sie mitzunehmen. Kann ja auch sein, dass wir immer noch einen bestimmten Ort nicht gefunden haben. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Okay... Ich frag ihn mal. Nö, der hat keinen Bock. Der will uns nicht helfen. Sauerei. Und schon sind wir wieder in der nächsten Abteilung hier. Müssen wir uns auch nochmal genau umschauen. Nicht, dass wir was verpassen. Wo könnten wir das Buch flacher bekommen? Eine Presse oder sowas. Ah, oder Garbage-Dingens. Wartet mal. Garbage-Dingens. Oh, nö. Ah, doch, das hier. Wo war das? Hier. Ja, genau. Mit dem Compactor kann ich das vielleicht flacher hinbekommen. Wow, es hat wirklich funktioniert. Geil. Das hier? Ja. Genau. Jetzt hier entlang? Nee, doch. Genau, hier oben. Yeah, jetzt haben wir sogar eine Crowbar. So, damit sollte es gehen. Da ist eine kaputte... tragbare Batterie drin. Sie ist ziemlich groß. Okay. Zeig mal. Broken Battery. Ah, die Linse ist kaputt. Kein Problem. Wir haben ja schon eine Linse eingesammelt. So ein Zufall. Okay. Passt perfekt, die Linse. Und jetzt haben wir eine leere Batterie. Kein Problem. Die können wir auffüllen. Was können wir dann wohl mit dieser Batterie anstellen? Ach Quatsch, wo laufe ich denn hin? Ich denke schon die ganze Zeit, dass da Türen sind, diese großen schwarzen Tore. Bilde ich mir mal ein, dass das Türen wären. So. Ach so. Halt mal.
Oder hier an so eins ranhalten. Nee, okay. Aber vielleicht einfach mit der... Ja, genau. Super. Wir haben die Batterie komplett aufgeladen. Mann, das ging ja schnell. Ja, da ist schon noch eine Menge Energie drin, ne? Jetzt haben wir eine Batterie. Ach so, vielleicht können wir die ja jetzt mit... Ah, nee. Alles klar, das können wir nicht kombinieren. Lasst mich noch kurz überlegen. Maximum Power. Yay. Hiermit aber nicht, ne? Nee, die ist einfach nur zu schwer. Okay. Dann müssen wir jetzt nach einer Einsatzmöglichkeit dafür suchen. Lasst mich kurz überlegen. Stimmt, vergesse ich wieder irgendwas. Der Safe war kaputt. Bei ihr ist eigentlich nichts. Viel Glück. Hier in dem Haus war ja nichts mehr. Da haben wir eingesammelt, was es gab. Okay. Müssen wir jetzt nochmal so eine Runde drehen. Weil da muss ich nochmal nachdenken. Beziehungsweise schauen, was es hier so gab. Es macht aber Spaß. Die Rätsel sind irgendwie schön gemacht bei dem Spiel. Und sie sind nicht unbedingt einfach. Aber auch nicht zu offensichtlich und nett. Ja, genau. Das wollte ich mal gesagt haben. Ich fand sie gut. Finde sie gut bisher. So. Kommen wir gleich wieder in die Gasgegend, glaube ich. Meine ich jedenfalls. Ja, bestimmt. Nee, ach nee, noch nicht. Ach, hier war ja auch noch... Oh, verflixt. Hier war ja noch dieses Wesen, was einfach nicht mit uns geredet hat. In so einem Boot, ne? Oder? Wo war das denn? Wahrscheinlich bringe ich schon die einzelnen Spiele durcheinander, die Spiele. Nee, nee, hier. Hier, du. Du da. Ah, passt perfekt in das Loch, die Batterie. Ich funktioniere. Du. Danke. Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Robot 310. Möchtest du, dass ich dich irgendwo hinbringe? Geht es dir gut? Ich kann mich nicht bewegen. Naja, du bist noch ein bisschen rostig. Ah, die Säure vielleicht. Ah, okay, wir sollen es auf den Schwamm geben, glaube ich. Ach, verflixt. Ich hatte es noch ausgewählt. So. Gut, ich könnte das benutzen, um Dinge sauber zu machen. Ich hoffe, das funktioniert. Halt still. Als hätte ich eine Wahl. Ich fühle mich schon viel besser. Ich kann mich bewegen. Ich bin in der Lage, meiner Programmierung wieder zu folgen. Wo würdest du gerne hin? Ich mache mich auf den Weg zum Turm. Die nahegelegenste... Was? Scheiße, so schnell kann ich nicht... Oh nein, meine eingebaute Navigation ist durchgerostet. Oh nein, was kann ich tun? Im Falle eines Fehlers solltest du mit dem leitenden Ingenieur reden. Sie wird wissen, was zu tun ist. Sie? Aha. Dann ist bestimmt das Mädel gemeint. Wow, sie ist der leitende Ingenieur? Cool. Hätte sie uns ja auch mal verraten können, dass sie sowas Wichtiges ist. So. Ich glaube, ich laufe den Rest des Weges, weil es dürfte nicht besonders weit sein, oder? Ja, mit der Maske ist alles gut. Auch wenn ich sie gruselig finde. Ich wünschte, er müsste sie nicht aufhaben. So. Auch im Falle, dass hier noch irgendwo was rumliegt, ist es, glaube ich, ganz gut, hier lang zu laufen. So. Und dann sind wir auch schon da an dem Häuslein. Das muss ja dann sie sein. Verzeihung nochmals, Miss. Ich habe einen Roboter gefunden, der mich zum Turm bringen kann, aber er ist ein bisschen kaputt. Und er meinte irgendwas, dass seine Navigationssysteme durchgebrannt wären. Hm. Wenn du ihm etwas von Glenn gibst, dann erinnert er sich sicherlich daran, wie er dorthin gelangen kann. Es ist sehr... Ach, Glenn ist, glaube ich, dieser Ort, ne? Dieser zweite Kreis, kann das sein? Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du hier etwas finden wirst. Seit langer Zeit ist keiner dorthin gegangen. Warte, ich habe das hier. Eine Münze? Schau mal genauer. Das ist ein Kleeblatt. Inside Amber? Oh nein, ich habe mein Handy nicht hier. Nein, ich kann nicht nachschauen. Es tut mir leid. In der Münze. Oh, das ist wirklich schön. Aber das kann ich nicht einfach so hergeben.
Das ist mir sehr wichtig, ja? Ich werde dich nicht mit den Details nerven. Ich werde dir was sagen. Ich habe seit Jahren mit niemandem mehr Schach gespielt. Spiel ein Spiel mit mir und ich werde es dir geben. Aber ich kenne die Regeln nicht so genau. Aber das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Du bist wirklich gut. Ich habe viel Zeit. Und der Schach hält wenigstens meinen Kopf beschäftigt. Wieso bist du immer noch hier alleine? Check. Also, Schach. Ich bin hier, weil ich es will. Dieser Ort ist mein Zuhause. Ah. Warst du jemals in einer anderen Region? Ich habe gehört, es gibt 3 Regionen hier. In der Vergangenheit ja. Aber mittlerweile würde ich sie gar nicht mehr wiedererkennen. So doll haben sie sich verändert, ha? Huh? Weil die Sonne fort ist? Nein. Das habe ich doch schon erzählt, oder? Die Sonne wird die Welt nicht retten. Der Zerfall hat schon begonnen, noch bevor die Sonne ausging. Ich denke, dass der plötzliche Tod der Sonne nur... Wie nennt man das? Das i-Tüpfelchen ist sozusagen. Von da an ging alles sehr schnell bergab. Schach! Was? Oh Mann, wann ist denn deine Königin da hingekommen? Also, was hat dich hierher gebracht? Dieser Ort sollte eine zweite Chance für mich sein. Eine zweite Chance? Schachmatt. Alles klar, ich denke, ich habe dich lange genug aufgehalten. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du kommst sicher nach Hause. Oh, danke. Hat sie uns das jetzt gegeben? Da. Okay. Ein dreiblättriges Kleeblatt. Da gehst du. Es gibt keinen Grund mehr für dich, weiter in den Barrens zu bleiben. Na gut. Irgendwie schade. Ich mochte sie gerne. Doc? Sind wir hier richtig? Ich glaube schon, aber wo ist der Typ? Da. Gucke mal hier. Oh. Diese Münze. Ich erinnere mich jetzt. Setze den Kurs. Zum Glen. Eine Sache noch. Dieses Boot ist überbelastet. Was? Du musst manche deiner Besitztümer zurücklassen. Oh, tja. Ich denke, das meiste davon werde ich sowieso nicht mehr brauchen. Das ist akzeptabel. Auf geht's. Oh, so süß. Es ist wirklich so niedlich gemacht, das Spiel. Es ist unglaublich. Ich frage mich gerade, ob es jetzt auch im Glen noch ein Bett geben wird. Oh, wow. Hier ist dein Halt. Der Glen. Danke. Im Norden sollte es ein Dorf geben. Aber das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Auf Wiedersehen. Möge deine Reise von Erfolg gekrönt sein. Gehst du? Ich muss zurück. Für wenn die Ingenieure mich brauchen. Oh, Notiz hinzugefügt? Was denn? Deine Mission. Deine Mission ist es, dabei zu helfen, dass Nico fliehen kann. Konzentriere dich auf dein Ziel. Was ist das hier? Ich fange... Wie nennt man Fireflies im... Glühwürmer. Glühwürmchen. Ich fange Glühwürmchen für Mummi. Für Mami. Für Mami, Mummi, 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 Mummi. Oh, ich kann sie leider nicht fangen, scheinbar. Was für eine komische Welt. Ah, da sind aber... Ja, Glühwürmchen drin. Das ist mal wieder so ein Wort. Aha, okay, wir haben ja fast alles dabei. Wir haben, glaube ich, nur den kaputten Remote zurückgelassen. Was ist das? Einfach Wasser. Kisten? Ein Wesen. Es gab Zeiten, in denen unsere Leute in Strukturen wie diesen lebten. Aber wegen der Flut haben sich die meisten in weniger permanenten Siedlungen niedergelassen. Also wahrscheinlich Zelte oder sowas. Flut? Ja, das Land zerfällt. Es wird immer schwächer. Das ist nicht schön, ne? Das ist gar nicht schön, was hier passiert.
So. Ist das eine Brücke? Ja, tatsächlich. Da oben ist, glaube ich, nichts. Kommt man hier vielleicht von der anderen Seite rein? Nö, ist einfach nur ein riesiger Stein, der mitten im Weg steht. Was soll denn das? Was soll denn das? Kann ich hier auch hin und her reisen? Ja. Sieht so aus. Alula? Hä? Alula, wo bist du hin? Das Vater, hast du das gehört? Alula! Ich glaube, es kommt aus dem Südosten. Oh nein. Das sieht aber nicht gut aus hier. Sieht ein bisschen gruselig aus, diese Bäume. Oh, die Bäume haben Löcher. Ich dachte, das wäre nur ein Muster, aber es sind sogar Löcher. Oh, hey, du da. Hast du ein kleines Mädchen gesehen? Sie ist ein bisschen kleiner als du und... Warte, das ist die Sonne? Bist du unser Retter? Ich, ja. Oh, dann verzeih mir, dass ich so direkt war, so unverschämt. Hä? Ist schon in Ordnung. Suchst du nach jemandem? Meine kleine Schwester. Sie ist jetzt schon 3 Tage fort. Ich habe überall nach ihr gesucht, aber... Wie sieht sie denn aus? Also ein bisschen kleiner als du, langes blaues Haar, 2 blaue Federn auf dem Kopf. Tut mir leid, so jemanden habe ich nicht gesehen. Ich bin gerade erst hier angekommen. Was war denn der letzte Ort, an dem du sie gesehen hast? In den Ruinen. Sie wollte sich auf den Weg machen zum Wald. Und deswegen warte ich jetzt hier. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch schauen soll. Das tut mir leid. Ich werde auf jeden Fall mitschauen. Hey, hey, red mit mir. Bist du aus dem Dorf? Nein. Ich weiß nicht wieso, aber unser Vater verließ das Dorf, als wir noch jung waren. Seitdem haben wir in den Ruinen gelebt. Naja, jetzt nur noch Alula und ich. Ich kann sie nicht auch noch verlieren. Alula. Alula. Irgendwie ist das ein cooler Name. Er rollt so schön. Also nicht rollen, aber er fließt so. Alula. Ich guck erstmal noch im Norden. Ich nehme an, wir sollen im Süden suchen. Oh, ei, ei, ei. Sie rennt so schnell. Alula. Voll die Faszination mit diesem Namen. Oh, cool, das Dorf. Komme ich da nicht rein? Oder so? Ich glaube, ich komme nicht rein. Ich darf nicht. Oder so? Nee, ich glaube, das soll bedeuten, in dieses Haus kommst du nicht rein. Oh, ist das ein Bett? Oh. Daddy sagt, die Welt ist sehr krank. Aber der Gott kann dafür sorgen, dass alles wieder besser wird. Bist du Gott? Nein. Ich bin nur der Messias, der von ihr gesendet wurde. Ich kann aber mit Gott sprechen. Wow. Ja, cool, ne? Kohlen. Irgendwie so eine Art Gulasch. Oh, okay, ist leider nochmal das Gleiche. Okay, dieses Bett darf ich aber nicht benutzen. Ist ja nicht mein Bett. Da ist noch eine Tür. Letzte Woche sah ich mehr dieser Quadrate, als ich fischen war. Aber ich bin nicht näher herangetreten. Hä? Quadrate, Mann, das ist ganz übel. Übel, Quadrate sind ganz, ganz üble Sache. Ist doch klar, Mann. Wieso verstehe ich das nicht? Was haben wir hier? Dreht sich im Kreis. Oh, dir wird noch schlecht werden, wenn du dich weiter so drehst. Ich bin der Turm. Hä? Großvater sagt, der Turm hat sich früher die ganze Zeit gedreht und hat so dafür gesorgt, dass überall Sonnenlicht hinstrahlt. Das möchte ich auch gern mal sehen. Naja, ich bin ja jetzt hier. Ich denke, schon bald wird es soweit sein. Das wäre mal eine positive Einstellung. Das finde ich sehr gut. Bin mir sicher, dass wir das hinbekommen werden. Wir haben glänzendes Moos an den Grenzen unseres Landes gesetzt oder angepflanzt. Denn ohne dieses Moos fallen die Leute vielleicht in den Ozean. Ach, das ist ja mal eine süße Idee. Hallo. Es ist noch nicht bereit, aber hättest du gerne etwas vom Gulasch? Ich bin nicht hungrig, aber danke. Das ist ja das Mindeste, was ich unserem Retter anbieten kann. Das hat ja schnell rumgesprochen, dass ich der Retter bin. Naja, okay, ich trage auch die Sonne mit mir rum. Hallo. Halt. Hallo. Ich dachte, das ist vielleicht das Mädchen. Kohle. Ah, das ist mal Suppe. Das ist ja mal richtig gewagt. Was ganz anderes. Okay, hier ist nichts. Hier haben die also ihre eigene
Form Licht zu schaffen. Oh. Okay, darin befindet sich eine kleine Flasche, auf der steht Wunderwasser. Und ganz, ganz klein darunter geschrieben steht, reserviert für den Retter. Hm, dann darf ich das wohl mitnehmen. Cool. Wir haben Miracle Water. Und wer bist du? Es wird langsam weggemacht und trotzdem versucht es am Leben zu bleiben, denke ich. Ist aber auch egal. Eines Tages wird die Welt den Kampf aufgeben. Ich hoffe nur, dass ich dann nicht mehr am Leben bin und es mitbekomme. Ich bringe die Sonne zurück. Aber das wird nicht die Wurzel des Problems lösen. Genau wie diese andere Lady gemeint hat. Aber bleib stark. Bleib mit deinem Herzen dabei. Ohne die Sonne wird die Welt viel schneller sterben. Letztendlich glaube ich auch, dass alle gerne die Sonne wiedersehen wollen. Stimmt. So. Was sind das hier denn für Dinger? Oh, wie süß. Glöckchen. Ding. Hallo. Das Land, ja, fragmentiert, also wird immer kleiner in einer alarmierenden Schnelligkeit. Ich möchte gar nicht an den Tag denken, an dem diese Stadt den Kampf gegen den Ozean verliert. Oder gegen das Meer. Tja. Hey, cool. Möp, möp. Hm. Wenn du diese Lampe nicht mit, diese Glühbirne nicht mit dir umhertragen würdest, könntest du mir helfen, könntest du mir dabei helfen, mich um die Tiere zu kümmern? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe. Ach, Nonsens. Es gibt immer nette Belohnungen dafür. Komm zurück, wenn du dazu in der Lage bist. Komm back, wenn du dazu in der Lage bist. Ja, die Pflanzen sind schlecht gewachsen ohne die Sonne. Und wir wissen nicht, wie lange unsere Vorräte noch ausreichen. Bitte, Retter, du musst dich beeilen. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Wir müssen einfach die Sonne zurückbringen. Aber ich habe halt die ganze Zeit hier in der Hand, deswegen ich kann die nicht weglegen. Würde ich ja machen, aber es geht nicht. Wer bist du denn? Items zum Tauschen? Irgendetwas, das du gerne loswerden würdest? Habe ich etwas, das ich eintauschen könnte? Ich glaube nicht, oder? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Ah, das sorgt dafür, dass Pflanzen sehr schnell wachsen. Das Miracle Water, das ist natürlich dann sehr nützlich, ne? Was ist das hier? Ein riesiger Klotz, der uns im Weg steht. Mit einer Mauer drumherum? Ich glaube, mit dem kann ich tauschen, aber ich habe noch nichts zum Tauschen. Ist das hier zugewachsen? Ja, da sind Pflanzen vor. Ich glaube, wir haben nichts, mit dem wir schneiden könnten. Huch, hier kommen wir nicht lang. Verflixt. Okay, weiter kommen wir hier lang wohl erstmal nicht. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Dann gehen wir nochmal hier oben hin. Und dann probiere ich nochmal das Miracle Water aus. Hier unten ist nicht noch was. Ach, wie süß. Oh nein. Ich glaube, das ist ein Rätsel, oder? Das sieht mir wie ein Rätsel aus. Wo man so die Schafe wegschieben muss, um da durchzukommen. Nein, in sowas bin ich wirklich nicht gut. Aber wir probieren das hier erstmal. Miracle Water. Ach so, ich kann das nicht... Oder ihm geben? Oh, nee. Okay, ich drücke hier, aber es passiert nichts. Anscheinend kann man das damit nicht verwenden. Schade, schade. Hier habe ich mir ja alles angeschaut. Außer die Orte, wo man seitlich reingehen muss. Aber die scheinen ja auch nicht zu funktionieren. Ich hoffe, ich mache nichts falsch, aber ich glaube nicht. Das geht wirklich nicht, glaube ich. Oh, das könnte ich mir jetzt aber eigentlich sparen, den Weg, ne? Oder? War ich hier drin? Was war denn da? Ach ja, 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 ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dich, natürlich. Ich gehe trotzdem nochmal. Vielleicht sehe ich noch was, was wir verpasst haben. Nö, ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh, was war da noch? Da ist nichts. Da kommt man ja auch gar nicht lang. Oh, ich muss schön von vorne gehen, ja? Seitlich auf die Brücke geht dann nicht. Ist ja auch korrekt so. Hm,
Dann schauen wir doch mal, was sich hier so verbirgt im Wald. Oder vielleicht an den Seiten des Waldes. Da schauen wir auch noch mal zur Sicherheit. Nicht, dass wir was verpassen. Was wir einsammeln müssen oder tauschen müssen oder so. Okay. Hier ist auch nichts. Da unten geht's weiter. Das... Oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Alula. Ah, Alula, oder? Hier unten ist auch nichts. Na, dann gehe ich mal hier weiter. Habe ich doch schon gesehen, dass da ein Brückchen ist. Was ist das hier? Ach so, ein Bett. Oh, okay, wartet. Ich gucke hier noch, was hier ist. Die Sonne. Du bist der Messias. Auf deinem Weg zum Turm? Hm. Du kannst den, ja, Zufluchtsort betreten durch diese Mauer. Aber zunächst musst du hier unterschreiben. Alles klar. Hast du denn einen Stift? Nein. Ich habe meinen verloren. Hm, vielleicht solltest du dich im Glen umschauen, ob du irgendwo einen Stift kriegst. Scheiße, ich brauche einen Stift. Na super. Muss ich also erst selber einen Stift beschaffen, obwohl ich da unterschreiben muss. Naja, egal. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von One Shot wieder. Ich freue mich schon drauf. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.